Hi zusammen. Nun ja, mein letztes Video ist jetzt schon eine Weile her und ich dachte mir, ich mache mal wieder was Neues. Das Thema, worüber ich heute mit euch gerne reden würde oder was ich euch gerne zeigen würde, steht hinter mir, da unten. Man sieht es vielleicht noch nicht so gut. Es handelt sich hierbei um einen Fujifilm C550 Lanovia oder Lanovia C550. Ganz egal, wie man es darstellt. Und dabei handelt es sich um einen High-End-Flachbettscanner. Wenn man jetzt im Internet mal nach Fujifilm-Scannern sucht, findet man ja auch große Scantische. Das sind dann meistens die Frontier-Geräte. Dazu gibt es ja bereits ein paar kleine Videos auf YouTube zum C550 dagegen, beziehungsweise auch den Vorgängersystemen. Habe ich leider noch gar nichts gefunden und das finde ich ein bisschen schade. Daher dachte ich, hey, lass mal diesen Content produzieren und euch das Gerät mal kurz vorstellen. Nun ja, wer mich ein bisschen kennt, der sollte ja wissen, dass ich von alten Technologien und dem Digitalisieren von Medienträgern jeglicher Art echt keine Finger lassen kann. Sieht man hier an meinem kleinen Rekorderpark zum Überspielen von verschiedenen Bandformaten auf digitale Datei. Wenig später kamen auch Schmalfilme dazu, wofür ich diese löbliche Bastelei getrieben habe, um damit hochqualitativ Super 8 Filme überspielen zu können. Eine kurze Zeit später kam auch dieser Koloss dazu. Ein Digit-Dia 3600 Magazinscanner, um Dia-Magazine in solchen Rahmen, der ein oder andere kennt sie noch, problemlos überspielen zu können. Mache ich nicht so häufig, deshalb steht es hier so voll. Und natürlich möchte ich weiter. Fotos konnte man schon immer mit dem Flachbett ganz gut digitalisieren. Naja, ganz gut, relativ viel Aufwand pro Bild. Bei größeren Archiven Pen in the Ass, darunter ein bisschen DIN A3. Und hier diese kleine Box, dient zum Digitalisieren von Negativstreifen. Dabei hatte ich immer das Problem, die Negativstreifen müssen mühevoll in dieses Teil hier eingelegt werden. Das kann man hier an der Seite öffnen und dann den Streifen reinmachen. Dann muss man das Teil hier positionieren auf das passende Negativ, in diesen Scanner reinschieben, in der Software kalibrieren. Dafür habe ich hier extra einen Windows XP-Rechner, der hier, wie ich mir selber auf die Notiz gesteckt habe, sogar noch leichte Schwierigkeiten zurzeit beim Starten hat. Also er verliert teilweise BIOS-Einstellungen, obwohl die Pufferbatterie vollkommen in Ordnung ist. Ja, kann vielleicht daran liegen, dass es ein älteres System ist. Wobei nicht so alt wie das, zu dem wir gleich kommen, aber dennoch. Dann kann man hier eine Vorschau scannen, dann kann man hier in mehreren Minuten das eine Bild dann einscannen bei 2400 dpi oder 3600, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Canon FS 2710 kann man mal googeln. Ist alles per SCSI angeschlossen, genauso wie der andere. Auch hier Rechner mit SCSI-Karte extra dafür. Der Aufwand, so einen Negativstreifen zu scannen, wenn man nach jedem Scan hier quasi eins weiter switchen muss, ist extrem. Das hat zur Folge, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wie ich das Thema umgehen kann und wie ich eine Lösung entwickeln kann, mit dem ich schneller auch mehr Negativstreifen scannen kann. Meine Lösung sollte eigentlich ein Fuji Frontier werden. Das ist ein Scantisch. Ja, leider, um jetzt hier an den Punkt zu kommen, das hier ist nämlich kein Frontier, sind die Frontier-Geräte äußerst teuer und nur schwer zu bekommen. Auch der Transport ist eine mittlere Katastrophe. Ist bei dem hier nicht anders, aber es war einer quasi drei Käfer um die Ecke zu haben. Hinzu kommt, dass die Frontier-Geräte zwar automatisiert Negatives scannen können, aber halt für alles ein einzelner Aufsatz benötigt wird. Ja, so bin ich nun zu diesem Gerät gekommen. Ich hätte ja schon erwähnt, wo ich es her habe. Und ich zeige es euch einfach mal ein bisschen genauer. Nun, das hier ist mein kompletter C550 Arbeitsplatz. Das bedeutet, sowohl die Scan-Einheit, die hier im Tisch eingelassen ist, das ist wirklich so ein System, gehört dazu, als auch hier Monitor und Tastatur, Steckdosenleiste, als auch hier ein PowerMac G4 Computer, eine externe Festplatte angebunden per FireWire,
Und auch hier einen kleinen DVI-Videosplitter. Der DVI-Videosplitter ist dafür da, dass ich das Gerät fernwarten kann. Da hängt quasi ein Avocent-Dongle dran, mit dem ich das Teil dann fernwarten kann. Außerdem gehört dazu, da unten an einem iMate. Der iMate ist ein ADB Apple Desktop Bus, der ein oder andere dürfte ihn noch kennen, zu USB-Konverter, um dieses kleine Dongle da zu driven. Das gehört nämlich auch zum System dazu. Alles in allem, das Gerät selber wiegt um die 140 Kilo. War nicht so einfach hier in den Keller zu transportieren. Dafür entsprechend günstig, 56 Euro bei eBay, weil noch ein anderer Halunke meinte, mitbieten zu wollen. Geräte sind Baujahr 1998. Würde man, wenn man da hinten gescheit dran käme, auch sehen. Mit Seriennummer und allem, vielleicht blende ich gleich nochmal ein Foto ein. Ist auch per SCSI angebunden. Und benötigt eine spezielle Software, die nur unter macOS 9 bzw. macOS 8 und macOS 9 lauffähig ist. Ursprünglich hatte ich ein Power Macintosh dabei vom Vorbesitzer mit aller Software drauf installiert, aber habe auch Installationssticks bzw. Installations-CDs dazu gekriegt und dachte mir, bevor ich den alten G3 mit einer 6 GB Platte benutze, baue ich mir hier lieber was Aktuelleres. Was heißt aktueller? Das ist ein PowerMac G4 400 MHz mit 2 GB Arbeitsspeicher, also maxed out, und einer 128 GB SSD, hat USB 2.0, hat eine SCSI-Karte von Adaptec und eine Gigabit LAN-Karte, dass ich die Daten dann auch möglichst schnell transferieren kann. Ja, Monitor hat die maximale Auflösung, die auch mein KVM unterstützt. Und jetzt machen wir mal kurz die Haube vom Scanner auf. Sulle. Da die Haubendämpfer nicht mehr in so einem guten Zustand sind und das Teil einfach wieder runterfallen würde, habe ich mir hier oben noch eine Befestigung montiert. Damit bleibt der Deckel zunächst einmal offen. Trenn mal kurz die Kamera vom Stativ. Unter dem Deckel befindet sich dann eine A3 Plus große Scanfläche. Diese große Scanfläche kann von unten beleuchtet werden. Der komplette Scantisch innen drin kann hier quasi unter diese Plastikblende, nein, oder diese Metallblende, die mit Kunststoff überzogen ist. Das Ding ist einfach aus Guss gefertigt. Das ist absolut krank und bleischwer. Und diese Glasscheibe wird zur Seite geschoben und scannt dabei von unten reflektierende Vorlagen ab. Parallel dazu haben wir hier an der Seite noch eine Durchlichtlampe. Durchlicht bedeutet, dass hier entsprechend das Licht von außen, also durch transparente Auflagen, durchscheinen kann. Das gleiche Teil habe ich hier nochmal. Da ist unten einfach nur eine Beleuchtung dran und hier eine Befestigung, die hier per Handschraube zu befestigen ist. Ich werde dem Gerät jetzt nur mal Strom geben, beziehungsweise erstmal der Anlage Strom geben. Noch ist alles schön leise, wenn ich jetzt aber hier den Einschalter betätige, wird es gleich laut werden. Denn hier drunter, unter dem Luftfilter, befindet sich leider ein Motor, ein Lüfter, so. Ich mache jetzt kurz zu, damit er auch initialisieren kann. Denn um das Gerät richtig zu initialisieren, muss er jetzt einmal laden. Es kann auch sein, dass er mir das jetzt übel genommen hat, dass ich ihn vom Strom getrennt habe. Oder nee, falsch, dass ich ihn offen gestartet habe. Kurz warten, bis das Betriebssystem hochgefahren ist. Das System selber hat einen eigenen kleinen Computer-Intus. Sitzt in einem Kasten quasi dahinter. So, jetzt macht er eine kleine Selbstkalibrierung und wird gleich aufhören zu leuchten. Starten wir noch den Power Mac. Dort ist macOS 10 installiert, 10 für Tiger und eine macOS 9 Umgebung. Die macOS 9 Umgebung ist die, die wir jetzt starten werden. Auf der externen Platte, die per FireWire angeschlossen ist.
weil ich mich nicht mit USB 2.0 Unterstützung unter macOS 9 befassen wollte, werden dann die Daten gespeichert. Die Chose braucht ein bisschen zum Starten. Klar, trotz SSD ist halt ein 400 MHz PowerPC G4. Ist jetzt nicht so eine super starke Maschine. Braucht ein bisschen zum Starten, deshalb ihr könnt gerne vorspulen, wenn es euch zu viel ist, aber ich denke mir, man kann das auch alles so miterleben, wenn man eine Vorstellung hat, wie das läuft. So, Maschine ist da. Hier gibt es nun die C-Scan Plus Application. Kopierschutzmäßig richtige Pain in the ass, weil sowohl Lizenzschlüssel als auch den Dongle, der muss funktionieren. Sonst ist da diese Software und das Gerät damit vollkommen so nutzlos. Es gibt nämlich nur diese eine Software, mit der der Scanner funktioniert. Alles andere funktioniert einfach nicht. So. Unter Bild erfassen. Haben wir jetzt die Möglichkeit, das Scan-Programm zu nutzen, werde ich euch gleich nochmal etwas intensiver zeigen. Der Scanner hat eine Maximalauflösung von optischen 5000 Dots per Inch. 5000 dpi, das ist ganz schön viel und für einen Scanner von 1998 ist das jenseits von Gut und Böse. Er kann farblich kalibriert werden, wie man lustig ist. Also vorausgesetzt, man hat die entsprechenden Kalibrierungstargets. Ich bin heilfroh, diesen riesen Ordner vom Vorbesitzer mitgekriegt zu haben, wo wirklich alle Kalibrierungstargets und sogar eine Anleitung dabei ist. Das gleiche war auch nochmal auf der CD. Ich hätte ein massives Problem gehabt, das Teil in Betrieb zu nehmen. Und solltet ihr euch so ein Gerät zulegen, seht zu, dass der Dongle dabei ist und alle Kalibrierungstargets. Oder zumindest ein Rechner, auf dem alles vorinstalliert ist. Ansonsten werdet ihr das Gerät nicht brauchbar in Betrieb nehmen können und habt dann gelitten. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Dias mit im Gerät einzuscannen. Ich nehme jetzt keine negative. Man könnte jetzt auch negative einscannen, testweise, aber da ich ohnehin gerade Dias zum Einscannen habe, Kamera fang dich, müsste man hier halt auswählen, was man haben möchte, ob Reflection oder Transmission. Reflection ist ohne die Lampe, das ist eine reflektierende Vorlage ist. Und in dem Fall benutze ich jetzt Transmission, das heißt transluzent Licht, das durchscheint. Ja, die Software ist auch ein bisschen älter. Sieht man hier, dass er den verfügbaren Festplattenplatz nicht richtig anzeigt. Da ist jetzt eine 250er Platte drin. Die reicht so für doch ein paar tausend Bilder aus. Aber die TIFF-Dateien von 200 bis 800 Megabyte sind halt schon krass viel. Jo. Ich mache das Gerät jetzt nochmal auf und zeige euch jetzt kurz zwei Möglichkeiten. Die erste Option ist durch so einen Vorlagenhalter. Da kann man jetzt Dias zum Beispiel auch einfach reinklipsen. Wenn man dann in der Software hier Automatik auswählt, kann man den kompletten Vorlagenhalter hinzufügen. Das heißt, das Gerät erkennt selbstständig, wo ein Dia eingelegt ist oder ein Negativstreifen. Das geht, wenn die Negativstreifen sich nicht zu sehr wellen. Tatsächlich kann er trotzdem fokussieren, auch wenn sie sich wellen. Alternativ kann man auch einfach eine zweite Glasplatte mit bis zu einem Zentimeter Dicke drauflegen und damit die Negative befestigen. Alternativ hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, es einfach einzustecken. Also quasi zwischen zwei Glasplatten oder mit Wetmount, also mit einem bestimmten Öl. Finde ich aber eine ziemliche Sauerei und die Ergebnisse sind so auch wirklich brauchbar, vorausgesetzt die Glasplatte ist natürlich sauber. So, ich mache jetzt mal weiter, indem ich die Dias etwas anders positioniere. Das hat den Nachteil, dass diese automatische Positionierung dann nicht funktioniert. Dafür bekomme ich aber auch mehr als 40 Dias, nämlich bis zu 62 Dias. Was bei einer größeren Menge, die zu digitalisieren ist, wirklich Sinn macht, auch wenn es manuell einen Sonderaufwand
benötigt, digitalisieren zu können. Und zwar, ich lege einfach die Dias auf die Glasplatte. Allerdings muss ich darauf achten, dass ich sie natürlich richtig rum hinlege. Das zeige ich euch jetzt gleich mal im Schnelldurchlauf. Die nächste ganz wichtige Thematik, die ich noch vergessen habe zu erwähnen. Ihr solltet, wenn ihr am Glas arbeitet, unbedingt Handschuhe tragen, damit ihr es nicht mit euren Fingerfett versaut. Fettfingerei macht echt keinen Spaß bei den Teilen. Also immer irgendwelche Baumwollhandschuhe zumindest, oder jetzt hier sind das extra Fotohandschuhe quasi, die ich trage, sodass man am optischen Gerät keine Fingerabdrücke hinterlässt. So, dann einhängen. Normalerweise früher hat er von alleine gehalten. Dias sind vorher hier in den Rahmen, ich hoffe man sieht es, ja hoffe ich, ausgeblasen worden mit dem Kompressor, haben also keinen Schmutz, richtig rum reinlegen und dann einfach auf der Glasplatte mit so wenig Reibung wie möglich hinlegen. Ausrichtung ist egal, müssen wir danach eh auf dem Rechner angeben. So, let's go. Bis auf ein Dia ging allen drauf. Wie man ja gesehen hat, leuchtet hier die Lampe. Dias sind alle drauf. Man kann jetzt hier noch außen so ein bisschen drücken und checken, ob sie auch wirklich alle gerade liegen. Tun sie das nicht, ist das suboptimal. Tun sie in dem Fall aber. Nun die Lade schließen. Er macht eine kurze Kalibrierung. So, Kamera wieder auf Stativ. Hier ist noch die Software. Auf den manuellen Modus und starten erstmal einen Überblicksscan. Scanner ist jetzt am Arbeiten. Und das Bild baut sich langsam aber sicher auf. Ich würde die Kamera mal gerade aus dem Weg stellen, dass sowohl ich als auch die Kamera gut sehen kann. Hier muss man jetzt prüfen, ob alles auch wirklich gut im Bild ist. Ist es aber soweit. Hier könnte man jetzt mit den Vorlagenhaltern arbeiten. Die sind leider gerade nicht verfügbar. Klar, logisch. Also muss hier manuell gearbeitet werden. Ich vergrößere mir dazu immer ein bisschen und mache hier grobe Ausschnitte. Feine Ausschnitte mache ich danach per Automatik-Tool in Photoshop. Wichtig ist, die Auflösung einzustellen. Ich stelle hier immer aufs Maximum ein. Da sagt er mir natürlich, dass die erstmal nicht richtig sind. Das ist die maximale DPI, die ich bei 200-fach Vergrößerung machen kann. Das heißt, wir sind hier bei 5000 irgendwas DPI, weil halt doppelte Vergrößerung. Das ist ausreichend. Das ergibt so um die 200 Megabyte Dateien pro TIFF.
beziehungsweise hier in dem Fall jetzt 160 MB, also circa, hatte ich ja gesagt. Und die kann ich jetzt hier einfach hinzufügen. Muss, wie gesagt, nicht sehr genau sein, weil man das im Nachhinein noch in Photoshop regeln kann. Geht hier auch auf der Größe relativ schlecht. Und während ich hier so am Hinzufügen bin, ist der auch quasi schon am Scannen und macht unten drunter die Warteschlange durch. Die zeige ich euch dann, wenn ich hier alles hinzugefügt habe, was relevant ist. Ihr könnt das gerade auf dem Video besser sehen als ich, weil ich gucke hier auf einen, ich sag mal, was ist das? 19 Zoll, glaube ich, Monitor von etwas Entfernung und ihr habt das Ganze hier in 4K abgefilmt und ich weiß gar nicht, auf welchem Monitor ihr das gerade so schaut, aber diese Vergrößerung hätte ich selber auch gerne. Aber ist hier halt nicht drin und die Software bietet auch keine anderen Möglichkeiten der Vergrößerung. Immerhin geht das Scrollen hier komplett ruckelfrei, das ist sehr angenehm und fühlt sich sehr smooth an. Das ist halt das Gefühl damals, das macOS 9 vermittelt hat. Mac war ja noch nie ein schlechtes System. So, das war jetzt blöd gemacht, Olli. Ich weichte selber. Teilweise sind natürlich die Dias noch nicht optimal. Das liegt daran, dass das welche mit Glasrahmen sind und diese Glasrahmen laufen manchmal an. Da kann man natürlich auch die Probleme beheben, indem man die Dias aus den Rahmen rausnimmt, aber das ist jetzt erstmal nur eine Demo. Eine Scan-Action. Hier unten sieht man nun die Warteschlange. Und was hat so eine Warteschlange an sich? Richtig, da sind Aufträge drin. Die waren alle schon erfolgreich und hier haben wir dann die Info, welcher gerade am Verarbeiten ist. Verarbeiten dauert leider ein bisschen. Aber dadurch, dass ich jetzt alles hinzugefügt habe, kann ich mich entspannen und was anderes tun. Währenddessen macht der Scanner hier einfach seine Arbeit und scannt nach und nach die einzelnen Dias durch. So, und wenn ich dann mal unterwegs bin oder mich woanders im Haus rum aufhalte, kann ich hier auf meinem Smartphone den Status sehen. Das ist das gleiche Licht, wie ich es jetzt hier auf dem Rechner habe. Es läuft über meinen Avocent KVM. Dafür war die DVI-Umschaltbox. Tatsächlich ist da oben das Gerät dafür, das dann hier per LAN quasi ein VGA-Signal, das aus dem DVI gewandelt wird, abgreift. Und mir im Netzwerk oder auch per VPN auf jedem Rechner zur Verfügung stellt. Ist so eigentlich eine ziemlich coole Sache. Denn so ein Scanvorgang dauert. Jetzt ist nicht viel Zeit vergangen und er ist immer noch an dem Punkt, an dem er arbeitet. Gut, lohnt sich jetzt relativ wenig, denn hier, schau mal an. Bin ich ja nicht weit von dem Gerät entfernt. Der scannt jetzt hier vor sich hin, aber ich könnte mich jetzt hier auch im Haus aufhalten. Das ist ganz cool. Ja, und wenn ich jetzt so den Endcut drehe, dann kann man da hinten auch noch das Scannen sehen und hört wahrscheinlich im Hintergrund auch noch die laute Maschinerie. Das tut mir ein wenig leid, aber muss halt sein. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ich habe mir das Gerät, wie gesagt, auf eBay sehr günstig geschossen für circa ich glaub 55 oder 59 Euro. Hatte das Glück, dass es im Nachbarkauf abzuholen war. Hab beschlossen, dass es bei mir nicht in den Kombi reingepasst hat, weswegen ich zu einer Spedition gehen musste. Da habe ich es dann für ca. 200 Euro transportiert gekriegt für 15 Kilometer. Das war eigentlich die teure Geschichte an dem Teil. Sollte man bedenken, wenn man die Geräte irgendwo in Deutschland abholt. Teuer sind sie nicht, einfach aus dem Grund, dass sie alt sind, was sie halt nicht schlecht macht. Die Geräte sind von 1998 und waren trotzdem noch 10 Jahre später absolute Referenzklasse. Und 5000 dpi sind auch eine hohe Auflösung. Wenn ich überlege, mein kleiner Dias-Scanner, den ich vorhin gezeigt habe, hat nur 3800 dpi. Das Profi-Gerät von Reflektor, wobei man sich auch drüber streiten kann, ob Reflektor wirklich ein Profi-Gerät ist, hat gerade mal 6000 dpi oder 6500 dpi, mir gerade nicht sicher.
Und hier haben wir für sehr wenig Geld, weil das Gerät dann entsprechend alt ist, ein Profigerät, das auch wirklich für den Dauerbetrieb ausgestattet ist, das, für das es noch Ersatzteile teilweise auf dem Gebrauchtmarkt gibt. Also da sind so CCFL-Röhren, also Leuchtstoffröhren drin, spezielle, die gibt es noch. Also Verschleißteile in dem Sinne sind noch zu kriegen. Ansonsten sieht die Ersatzteilbeschaffung so aus, dass Fujifilm das Gerät vor circa 10 Jahren eingestellt hat. Ja, die Geräte sind halt trotzdem noch teilweise zu kriegen. Der Neupreis von diesem Scanner lag bei günstigen 80.000 Mark. Ja, 80.000. 8.000. Es ist unvorstellbar viel, was man damals hätte für ein Auto fahren können für diese Preise. Und jetzt so günstig bei eBay, weil groß, sperrig, will keiner mehr haben. Naja, außer mir. Ich finde das Ding mega cool. Findet man halt leider kaum Informationen zu. Ja, jetzt hat man gesehen, wie die DIA-Scan-Aktion funktioniert. Ich habe leider gerade nicht genügend Negative da, um entsprechend mal ein Batch-Scan Negative zu machen. Aber das kann man sich in etwa genauso vorstellen, nur dass eine andere Einstellung genommen wird. Die Fujifilm, wie hießen die Dinge? Oh, ich habe es gerade nicht so mit dem Denken. Die Minilab-Geräte im ähnlichen Design, die Frontier-Geräte von Fujifilm, sind leider um einiges teurer und sind ähnlich groß und schwer. Nur bildet man sich da auf eBay ein, noch so um die 7.000 Euro oder auch noch mehr dafür haben zu wollen. Die älteren SP2000 Modelle oder SP1500 haben zudem noch einen eigenständigen Spezialrechner verbaut, der unter Windows NT4 läuft. Das heißt, wenn da irgendwann mal Ersatzteile benötigt werden, was ja bei einem PC vor allem mit rotierender Festplatte noch klarkommt, ist es auch nicht ganz einfach, die Installation wieder hinzubauen. Das ist hier jetzt relativ einfach, also das ist ein Vorteil zu den SP-Geräten. Ich brauche hier im Prinzip nur einen Macintosh und so alte Power Macintosh G3 beziehungsweise jetzt hier ein Power Mac G4, alles was halt noch Mac OS 9 kann, ist relativ günstig noch über Kleinanzeigen und Co. zu kriegen und ist auch noch in ein paar Jahren zu kriegen. Heißt, die werden jetzt nicht einfach direkt vom Markt verschwinden, sie werden maximal ein bisschen teurer. Und die proprietäre Hardware im Scanner tut sich im Vergleich zu den SP-Geräten halt wirklich zurückhalten. Ja, Vorteile gegenüber einem Magazinscanner. Man hatte gesehen, der Aufwand, die Dias zu platzieren, ist durchaus gegeben. Klar, Digitalisierung ist irgendwo ein Job der Liebe benötigt, wo man auch mit Herzblut dran sein sollte oder zumindest in seine eigenen Schätze sind. Es gibt ja auch viele Digitalisierungsfirmen, die entsprechend Digitalisierung für Dias anbieten. In meinem Fall bin ich ein großer Freund des Selbstmachens und dafür macht er auch einen guten Job. Die automatische Formatvorlage mit der eben gezeigten Einrastthematik nimmt einem da dann Arbeit ab. Dafür hat man den Aufwand, man muss halt in diese Vorlage platzieren. So musste ich halt manuell was anpassen. Digitalisierung ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber die Ergebnisse sind halt sehr schön. Gerne kann ich euch ein paar Ergebnisse auf meine Cloud hochladen, auch als komplett RAW TIFF-Datei, anhand dessen man mal bewerten kann, wie die Qualität von den Teilen ist. Ich persönlich bin sehr überzeugt und das, obwohl ich nur, ich sag mal, die unteren 30% des Systems wirklich nutze. Der Scanner hat doch auch für die Zeit von damals sehr, sehr viele Funktionen, mit denen ich so ohne weiteres noch gar nichts anfangen kann, beziehungsweise ich brauche den als Digitalisierungsscanner für Dias und Negative. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich darüber mal ein A3 scanne. Das Problem an A3 ist, die A3 Sachen, die ich scanne, die kann ich auch mit meinem 300 dpi Mustek A3 SP scannen, den ich ganz am Anfang im Video gezeigt habe unter Windows XP. Weil es dann nur Gemälde sind und da dann meistens nur Entwurfqualität benötigt wird, sodass ich dann mit den 300 dpi zurechtkomme und wenn ich mir dann eine Oberfläche eventuell verschandel, weil das zu scannende Objekt nicht so ordentlich ist, dann ist es zumindest nicht die Oberfläche von dem großen Koloss. Mal davon abgesehen, dass das System auch ein bisschen zum Hochfahren braucht. Gut, tut der XP auch. Dias scannen finde ich mit dem Gerät ganz angenehm.
wie gesagt, der Reflektor kommt trotzdem noch zum Einsatz. Problem beim Reflektor ist halt, die Dias können sich verklemmen durch die Führungsmechanik. Das haben wir hier jetzt in keinster Weise, weil es bewegt sich ja alles unter der Glasscheibe. Die Scanngeschwindigkeit ist in Ordnung, braucht halt seine Zeit. Hier die 60 Dias brauchen ihre 3 Stunden durchaus, aber gut, dafür sind sie dann halt auch in vollen DPI. Das ist es, was ich so zur Verwendung von diesem Stück zu sagen habe. Ansonsten freue ich mich, dass euch das Video hoffentlich gefallen hat. Wenn ich noch mehr Videos zu solchen Themen wie diesem Lanuvia machen soll, bitte ich euch, das in die Kommentare zu schreiben. Hatte ich ja schon mit ein paar anderen Videos gemacht zu dem Thema. Ich fand das immer ganz spannend. Hier in diesem Moment war es halt mein Interesse, das Gerät nochmal vorzustellen, weil es halt dazu noch gar nichts gibt. Und ich habe mich mit der Recherche wirklich viel im Internet rumgetrieben. Bei einem Gerät von 1998 ist das echt schwierig, da überhaupt etwas zu finden, das da in den Plan reinpasst. Also dass da irgendwas gefunden wird überhaupt, weil damals war das Internet halt noch nicht so spannend. Auch die Wayback-Maschine hat mir da nicht so wirklich weitergeholfen, weil zwar auf der Fujifilm FFEI, also Fujifilm Foto Europe, glaube ich, also die Foto- und Print-Sparte für den professionellen Bereich von Fujifilm hat da entsprechend nur die Info, dass es das Gerät gibt. Also habe ich da auch nicht viel gefunden und das meiste Wissen zu diesem Gerät habe ich mir einfach selbst angeeignet oder eben aus der Betriebsanleitung gezogen. Ich überlege auch, ob ich die euch eventuell zur Verfügung stellt, aber auch dazu bitte einfach in den Kommentaren erwähnen. Ich hätte das alles da, ich weiß halt nicht, wie es aussieht mit dem Urheberrecht. Daher bin ich da etwas vorsichtig. Ja, das ist so der Stand. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Olli von der OFXI Productions, OFXI Media IT oder über was auch immer ihr mich sonst so gefunden habt. Bis dann!